Vorgestellt, Ale and Tale Tavern. Ja, ich habe hier so ein Key gekriegt, zur Verfügung gestellt gekriegt. Ein Development-Bild ist das hier. Danke für den Key nochmal da in diesem Fall. Ich wollte euch das Spiel vorstellen. Wir sind hier unterwegs in einer Welt, in einem Open World ist es, also man kann da sich frei bewegen. Und da sollen wir halt eine Taverne in Gang bringen und können dann hier einen Avatar machen. Ich werde dann ganz einfach diesen nehmen, den wir hier schon haben. Und da werden wir jetzt kein großes Gewese von machen, ne? Da würde ich sagen, geht ihr das Logo schauen und dann gehen wir mal auf den Großbildschirm. So, dann gehen wir hier zurück, dann machen wir ein neues Spiel und ja, Taverne 0, Reiterschenke nennen wir die. So, nur Freunde, ja, das kann man, also es ist auch ein Multiplayer-Spiel, das geht auch, ne, wie ihr seht, man kann auch dann nur Freunde machen oder ganz offen machen, das geht auch. Starten wir jetzt erstmal und ja, dann haben wir ein paar Aufgaben, die wir lösen müssen. Ich denke, ich werde das ein bisschen zusammenschneiden, weil es doch manchmal am Anfang sehr langwierig ist, um das Spiel zu entdecken, ne? So, wir starten hier und ja, das ist die Taverne wohl, die wir da hinkriegen. Aber hier ist noch irgendwie so ein Händler. Den müssen wir mal reden mit. Ja. Ihr könnt es anhalten und lesen, ne? Also der wittert hier in ein Geschäft und deswegen denkt er, ist hier die richtige Stelle und will uns gleich auch die Taverne da ans Herz legen. Ein wunderschönes Land ist klar und ist auch gefährlich hier. Wir müssen erstmal Ordnung in der Taverne sorgen, ne? So, das war's. Kaufe eine Axt, steht da jetzt. Jetzt müssen wir erstmal gucken, dass wir hier reinkommen, weil hier können wir eine Axt kaufen. Ja, hier sind Lebensmittel, da ist Verbrauchbares, da ist die Axt. So, die haben wir jetzt schon. So, zerbricht die Bretter, um die Taverne zu gelangen. Jetzt müssen wir da natürlich hinlaufen. Kann man mit Shift? Ja, okay. So, es werde Licht. Das muss hier wohl sein, da ist eine Kerze. Okay, jetzt ist Licht. Zerbrich drei alte Fässer oder Kisten. Also, da müssen wir ein bisschen aufräumen. Haben wir schon, kaufe einen Besen. Das heißt, wir müssen wieder raus. Aber hier ist kein Ausgang. Warte, wo war die Tür? Da. Tür braucht man nicht aufmachen, geht so raus. Verbrauchbares ist der Besen. Entferne zwei Pfützen und entferne zwei Spinnenweben. Oh, jetzt bin ich fast da noch hängen geblieben, ne? So, einen Fasshalter sollen wir kaufen. Ein Geschirrwäscher, ein Herd, Fermentierer und ein Braukessel. Das müsste schon alles gewesen sein, oder? Sieht so aus. Jetzt sollen wir alles aufstellen. Das ist hier, das stellen wir also hier hin. Haben wir die vier. Okay, das können wir jetzt entscheiden, wo wir das hinmachen. Das ist der Geschirrwaschplatz. Den würde ich ziemlich nah hier hinstellen wollen, weil wir hier gleich waschen können dann. Dann haben wir fünf den Ofen, den würde ich ein bisschen weiter nach hinten hier stellen. Das hier hinten hin, ja. Passt. Fermentierer. Und was ist das andere? 7. 6. Oh, das ist ein Riesending. Den stellen wir mal in die Ecke da hinten hin, oder? Haben wir. Und was haben wir noch? 7. Der Braukessel. Ja, den stellen wir dann doch hier neben, oder? Machen wir da so hin. So, Gerste kaufen. Fass, Krug, Teller, Eimer. So, warte mal. Aber Krug.
Und Teller, denke ich mal, machen wir gleich mehrmals, weil das brauchen wir bestimmt mehr. So, das haben wir schon. Fülle den Eimer mit Wasser. Hier, da muss man E gedrückt halten, damit der Eimer voll wird. Gibt es hier einen Hintereingang? Bestimmt, oder? Ah, der ist noch nicht offen. Den müssen wir noch aufmachen. Und jetzt haben wir schon das Wasser. Stell Gerstenwürze her. 10 mal Gersten haben wir und jetzt Wassereimer. Also einfach doppelklicken. So, das sollte kochen. Sieht man da oben auch. Stelle Gerstenwürze her. Machen wir. Okay. So. Stelle ein Starkbierfass her. Brauchen wir Wasser. Und wieder Gerstenwürze, die wir nicht haben. Doch, da ist ja noch was. So, das wird dauern. So, Starkbier haben wir auch. Haben wir. Jetzt müssen wir einen Krug füllen. Kauf einen Tisch. Oh, hier wird sich's doch gut machen, oder? Kaputtes Fass. Da kommen wir schnell raus und können schnell hier hin. Ja, das ist eine gute Idee. Das ist wohl der Tisch. Tisch hier hinstellen. Rotieren geht mit R. Stell einen Gerstenbrei her. Okay, jetzt müssen wir kochen. Doppelklicken einfach, ne? Und kochen. Was kann ich da zubereiten? Noch nichts. Könnten aber hier schon mal weitermachen, oder? Oh, haben wir nicht genug? Oh, jetzt wird das schon genommen, so ein Shit. Speisekarten, Gerstenbrei und Starkbierkrug. Achso, da gibt es alles und einzeln. Okay. Öffne die Taverne. War nicht so toll, da komme ich nicht durch. Geöffnet. So. Was fehlte uns jetzt? Wir holen mal noch einen Eimer, dann können wir zweimal Wasser holen. Wo sind denn die Besucher? Ah, da hinten läuft schon einer. Der kommt hier bestimmt gleich hin. Dann wollen wir mal schnell sein. Warte mal, dann machen wir dieses Fass noch kaputt, das ist ja im Weg. War das das Richtige? Weiß ich nicht. Auf jeden Fall haben wir schon eins serviert. Kommt da noch jemand? Okay, der Humpen ist wieder da. Da ist noch jemand gekommen. Starkbier, Gerstenbrei. Hier zweimal Gerstenbrei. Was will diese Person? Gerstenbrei. Schließe die Taverne, steht da, okay. Dieses Fass muss ich noch kaputt kloppen. Ist noch einer hier. Warte, wir machen erst zu. Ich würde mal sagen, ich schneide es ein bisschen zusammen, das habt ihr bestimmt schon gemerkt. Und wir werden schauen, dass wir hier dann so ein bisschen nochmal in der nächsten Folge was gucken und es muss ja irgendwie auch noch ein bisschen was Spannenderes geben, wie hier die Leute zu bedienen, ne? Denke ich mal, aber wir werden sehen. Bis dann. Alles klar. Macht's gut, schaut's Video
Und ja, ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch, macht euch die Glocke an, kriegt damit, wenn ich das nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.